Ja, hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer. Auf dem Vegetarier mit dem Profil Emma. Also, was hat die Bank? Bank hat 200.000, habe ich. Ich bräuchte aber mehr. Wie brauche ich? Da kann man 200.000 nehmen. Also, neuen Standort, 100.000, ja, nochmal 100.000, ja, okay, jetzt habe ich wieder 1 Million, und 1 Million, und dann ist das Tausende fällig, und das heißt, damit können wir jetzt die Geigenmanager nehmen und damit können wir, nein, nicht den, den Geigenmanager, ja, die kaufen, die wollte ich, okay, und jetzt nach Finnland, über diese hier, Helsinki, ja, aber, okay. Jetzt habe ich also eine Filiale in Helsinki und jetzt Mutter von 40.000 noch. Und ja, also, kann immer schon, den Standort verlassen. Wir sind momentan LKW. Bei der Geigenmann natürlich. Da haben wir immer. Ich kann jetzt immer schon den verlassen hier. Nee. Warum nicht? Beim Aufliegermanager? Beim Fahrmanager? Standort ändern, ja. Beim Fahrmanager wollen wir den Standort ändern. Und zwar möchten wir jetzt dorthin nach Finnland. Ja, hier nach Helsinki, ja. Okay. Wenn wir den hinlesen. Okay. Also. Jetzt sind wir also in Helsinki. Und nicht mehr in Zürich. Und Auftragsseite, mal schauen wir mal. Dann kriegen wir gleich eine Tour von Helsinki nach Turku.
1930 Ja, also hallo Leute, ich fahre jetzt von Helsinki nach Turku. Jetzt mache ich erstmal das Licht an. Ich bin heiser vom vielen Dauerbabbeln hier. Die Rundumleuchte. Lass uns loslegen. Ja, gut, hier machen wir das. Also loslegen. Legen wir los. Was haben wir denn in Anhänger? In Anhänger natürlich. Kurzen, schweren. Langen auch noch. Ich habe einen langen Anhänger. Also. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Dann wir rechts fahren, ne? Biege nach rechts ab. Nein, vorbeilassen hier. Ja. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Also. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Machen wir das. Also, Hema hat neue Filiale in Helsinki. Hema hat immer noch keinen eigenen LKW. Und dann möchte ich jetzt mal sehen, dass den LKW für Zürich, für sich selber da, für den Platz hinterlässt. Und dann links abbiegen. Ja. Biege nach links ab. Jetzt habe ich ihm die Vorfahrt genommen. Also, gibt es 10.000 Euro für diese Tour? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und jetzt, was habe ich eigentlich geladen? Vorher nicht, aber ich kann hier bleiben. Ja, also wieder eine Tour. Achtung, achten Sie auf die Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung. immer dasselbe mit dir, ja. Bis immer noch Motzen, erzähl doch mal was Positives. Gut Rechts gehört. halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Nimm die Ausfahrt rechts. Naja, da haben wir was Positives. Toll, Klaus, wie du das machst. Keine Geschwindigkeitsgruppe-Gescheitung gerade. Ich bin begeistert von dir. Sowas in der Art. Nicht immer achten sie auf ihre Geschwindigkeit. Ja, also ich bin heiser, ich kann kaum noch sprechen. Ich nusche ja sowieso meistens, aber jetzt wird das ganz extrem. Die zweite Tour heute für immer, die vierte Tour hintereinander, zwei S-Touren und zweimal ETS hintereinander. Ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, weil kann man dann erzählen, dann kommt dann wieder Geschwindigkeit. Das nervt, ja. Irgendwie scheint ich den Fuß immer durchzudrücken, wenn ich am Erzählen bin. Schon irgendwie so ein Impuls. Ein Impuls. Ja, hier haben wir auf der Uhr 12 Uhr in der Nacht. Und ja, das ist die letzte Tour und das letzte Video für heute. Heute habe ich 6 Videos geschafft, wie man soll. Ja, mein Pendel soll ich erfüllt bekommen diesen Monat. Sieht jedenfalls gut aus. Monat ist ja noch nicht zu Ende, aber ich bin zu Fokus vor der Zielmarke. Also vorher hatte ich 266, glaube ich. Letzten Monat. Nein. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. 166. Was ist hier im Kopf in mir? Was war der ganze vom Kopf? Gesetze in den Arbeit eingeführt haben, oder? Gerade kam wieder ein Update von denen. Und hier mit ein neues Tonmodul darin. Da kann man mehr Töne einbringen. Und jetzt war gerade ein unbekanntes Klopfen hier. Ich dachte, das ist ein Banker an oder was? Aber der Banker ist mir nicht an. Also ich muss nach Turku fahren, da komme ich halt dran, 2200 von Maus A. Und da sind wir bei 45.000. Wir haben also 1. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. 21.40 Uhr haben wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Also wie sieht das hier? Das ist frei. Das ist frei. Dann fahren wir in den Tempel.
die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Du nervst. Wieso klopft er manchmal Bitte mal? Bitte links halten. Dann klopfen wir hier nicht. Was ist denn hier los? Wir kommen nicht weiter, wie? Route neu berechnen. Wenn wir zweimal zehnmal im Kreis fahren, und dann komme ich dann wieder. Das nervt. Das nervt. Hat man aber schon das Spielchen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das hat man schon das Spielchen. Nimm die Ausfahrt rechts. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte links halten. Ja, doch, wir waren da schön. Wir waren da schön. Ich fahre sie durch. Kannst du mich mal. Einmal war ich schon erreicht. Und in 100 Kilometer nichts, kein Unfall. Also, geil, da ist was. Da haben wir was. Jetzt geht's weiter. Dann kommen wir nicht schön vorbei. Dann kommen wir auch nicht schön vorbei. Was machen wir jetzt hier mit dem Sandschöpfer? Dann kommen wir hier vorbei. Jetzt kommen wir vorbei. Dann fahren wir über die Wiese. Dann fahren wir wieder zurück. Okay, wunderbar. Haben wir das geschafft? Es geht Naturkum. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich will. Ja. Ein Tuchu. Also das sollte man nicht machen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Aber dann denke ich, ihr wisst das, ne? Also. Sehen und spielen, ne? In dem Spiel muss man halt Lösungen finden. Das war keine Lösung.
Also. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Wir sind gleich da. Hurra. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Hier bei dem schönen. Biege nach rechts ab. Ich muss da ein bisschen sehen. Da bin ich ab. Es ist vorbei. Okay. Bestätigen wir das. Und so. Was sind die Ergebnisse? Was okay. Also, 15 sind wir. Müssen wir morgen vielleicht das nächste Gewicht kaufen. Natürlich. Ja. Also, okay, Leute, das war's wieder von hier. Sag mal, schützen das.